Hey Leute, herzlich willkommen bei meinem neuen Video. Freunde, ich bin total happy. Seit dem 1. Dezember wissen wir alle, dass es neue Modelle vom Equinox gibt. Eine neue Serie, mega. Also im Prinzip eine neue Generation. Vorher gab es die Equinox Serie 600 und 800. Jetzt gibt es die 700er und eine 900er Version. Mega cool. Und ihr seid natürlich auch gespannt, was es da für Optimierungen gab, wie der neue Detektor aussieht, wie der neue Equinox 900er aussieht. Ist ja jetzt der größte von der Equinox Serie. Ja, ich war schon sehr gespannt, weil ich habe eher gedacht, es gibt vielleicht neue Pinpointer. Sie haben ja noch nicht genau gesagt, was wieder neu rauskommt. Wir wissen ja auch, es kommt ja auch ein neuer Manticore, also ein ganz neuer Detektor, der wirklich im High-End-Bereich voll dabei ist. Da hätte ich jetzt nicht gedacht, dass jetzt zusätzlich noch eine Equinox-Serie dazukommt. Also im Prinzip neue Modelle. Richtig, richtig geil. In diesem Video schauen wir uns einfach mal die neuen Dinge an. Ja, wie sieht der 900er aus und was hat der alles neu? Ne? Welche Optimierungen gibt es? Also, bis gleich. So Freunde, also starten wir auch gleich. Ich habe mir ein paar Notizen natürlich gemacht. Ich möchte auch gar nichts vergessen. Das ist natürlich auch so ein bisschen ein trockenes Video, aber wir schauen uns jetzt definitiv, was hat der Equinox 900er, sage ich mal. Der interessiert mich am meisten, weil ich will ja so viel wie möglich Einstellungen haben und deswegen schaue ich mir jetzt den 900er an. Also die Armstützen sind auf jeden Fall neu, ne? Neues Design, sehr flexibel einstellbar, finde ich schon mal super. Wir werden auf jeden Fall weiterschauen, wenn ich den natürlich vor mir habe. Dann schaue ich mir alles mal genauer an. Aber jetzt mal das, was auf jeden Fall vorliegt, ne? Was wir halt wissen. Also, wir haben noch ein dreiteiliges Carbon-Gestänge. Das kann man bis zu 61 cm zusammenstecken. Vorher war der locker über einen Meter lang. Also, das ist schon sehr, sehr gut. Und in meinen Augen schon mal was Wichtiges, weil das Gestänge bei der alten Serie, bei den alten Modellen, fand ich jetzt nicht so toll. Das waren alte Gestänge und finde ich jetzt super. Also, muss auch sagen, der Equinox 800 ist schon einer der besten Metalldetektoren, die Software ist echt klasse. Dann habe ich mir gedacht, Mensch, wenn noch ein paar kleine Dinge verbessert werden, dann ist es definitiv ein Gerät für mich fast unschlagbar, sage ich jetzt mal so. Ne? Ist natürlich eine subjektive Einschätzung. Der Griff wurde etwas verändert, ein bisschen dynamischer und man hat eine Vibrationsfunktion, das ist auch cool. Kann man auch zum Beispiel unter Wasser nutzen. Richtig cool. So, dann die Displaybeleuchtung ist diesmal rot, die Tasten auch. Ja, passt natürlich zu MineLab. Ja, müsste man auch schauen, ob das stört. Aber ich denke mal, man kann es auch dimmen. Von dem her wird es kein Problem sein. Die neuen Modelle wiegen 1,2 Kilogramm, also ein bisschen leichter wie vorhin. Dann hat man an den Leitwerten so einiges abverändert. So viel ich weiß, hat man jetzt von -19 bis 99 Leitwerte. Also die ganzen Objekte, Materialien, die vorher bis zu 40 reinkamen, wurden deutlich gespreizt und ist natürlich für die Objekterkennung auch noch mal besser. Hat man natürlich sicherlich viel dabei gedacht, finde ich gut. Man hat auch die Möglichkeit bezüglich Töne. Man kann natürlich pro Leitwert einen Ton wählen. Also sprich, man hat 119 Leitwerte zur Verfügung, also 119 Töne. Das wird auch neu sein. Dann hat der Detektor mehr Leistung bei eher Flächen, die nicht so empfindlich sind, die nicht so stören, kann man die Sensibilität deutlich höher einstellen. Also ist wirklich nur dann möglich, wenn die Umgebung es zulässt. Und dann kann man dann noch mal ein bisschen mehr rauskitzeln. Wird nicht immer möglich sein, aber ich denke mal, er wird auch deutlich stabiler laufen. Dann, genau, mehr Leistung auf jeden Fall. Eine schnelle Reaktionszeit hat er auch. Also ich bin auch schon sehr gespannt, wenn ich ihn habe. Dann werde ich auch einige Tests durchführen. Und bin total happy. Was auch mega cool ist, also alle gewöhnlichen Spulen, die bei den alten Modellen gepasst haben, passen auch
zu den neuen. Und das finde ich richtig cool. Also wenn ihr einen Equinox 800 habt, kauft euch 900er und ihr habt schon 3-4 Zusatzspulen, könnt ihr die auch für den 900 nutzen. Und das finde ich echt geil, weil die kosten ja jede Menge Kohle. Und wenn man die wieder nutzen kann, finde ich es richtig cool. Also sehr attraktiv, mega cool. Das sind erstmal für mich die Optimierungen, die Infos. Richtig saugeile News für mich und hoffentlich auch für euch, weil der Equinox ist echt ein geiles Gerät. Und wenn hier nochmal so einiges optimiert wird, dann wird es richtig interessant, Leute. Also, wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.